Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster. Hierbei heißen wir auch Zock, da ist wieder jemand nicht zu erreichen. Es ist nicht zu glauben. Toilettenblock 102. Wir gucken mal. Wahrscheinlich hier bei der Bahn? Nö, gar nicht. Oh, ist hier eine Toilette? Moment. Müssen wir mal gucken. Wo ist hier ein Klo? Nö, hier nicht. Na, das muss man ja auch erstmal sehen. Das ist ja dann kein Wunder. Ach, hier unten. Okay, hier haben wir sowieso noch einen Weg. Jetzt, viele Gäste haben Durst. Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir erstmal gucken, was das eigentlich für eine Bahn. Aha, das bist du. Okay. Müssen wir hier noch einen Weg durchziehen. Waren wir doch glatt, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir da hinten den Sci-Fi Collider noch haben. Da liegt viel Müll. Ach, Herr Jemine, man hat echt was zu tun hier. Gar nicht übel. So, Wege. Machen wir mal dich. Aber nicht so breit. Nö, nö, nö. Das muss ja dann doch nicht sein. Machen wir mal. Doch, Winkelausrichtung ist eigentlich nie wirklich verkehrt. So, mal so. Dann mal so. Dann mal. Ja, jetzt wieder ohne Winkelausrichtung. Irgendwie in die Richtung. Wir sind immer noch ein bisschen breit, würde ich meinen. Allerdings, ich kann da nicht viel machen. Och, geht. Okay. Jetzt in die Richtung. Dann in die. Dann Schlurz hat es angedockt. Jetzt müssen wir mal drehen. Mal gucken, ob wir, wenn wir das so machen. Ist dann das Ganze? Jawohl, dann ist das Ganze angedockt. Das ist wunderbar. Hier weiter. Ja, ist dann eben doch gut, dass es solche Meldungen gibt. Denn ja, wie hätten wir das sonst rausfinden sollen? Wenn das niemand sieht, dann hat man da einfach einen Toilettenblock, der dann ungenutzt bleibt. Wäre jetzt auch nicht so ein Drama, aber wenn man schon eine Toilette hat, warum nicht die auch nutzen? Aha, das geht da nicht. Okay, komme ich hier irgendwie rein? Nee, das ist wahrscheinlich... Moment, müssen wir so machen. Genau, das ist hier der Eingang von der anderen Bahn. Da können wir nicht einfach andocken. Gut, aber ja, jetzt ist das relativ schön geworden. Okay, wo wir doch... Moment, hier zumachen. Bei Wegen sind. Unser Collider, der möchte ja auch noch irgendwie erreicht werden. Wo ist er denn? Da vorne. Sci-Fi. Jetzt gucken wir uns mal an, wie das ungefähr gedacht sein könnte. Mehrere Fahrgeschäfte haben keinen Eingang? Moment, das möchte ich nochmal sehen. Halt, das war hier. Collider 3. Ja, da sind wir gerade dran. Iron Horse. Lightline. Iron Horse ist unser Zug. Da kommen wir dann nachher noch dazu. Und Lightline, das müsste ja die Monorail sein. Okay, das können wir so lassen. Beziehungsweise eben, da kümmern wir uns später drum. So, wie kommen wir hier rein? Wie kommen wir hier raus? Ich würde mal sagen, relativ klar... dass hier dieses Gestänge, das ist kein Gestänge, das ist eigentlich so eine Art Treppe. Gestänge. Dass das hier reinführt. Also wäre es auch klar, dass hier eigentlich der Eingang hinkäme. Wenn wir denn hier runterkommen, das ist dann die Frage. Sonst können wir damit, eigentlich wenn wir es verschieben, könnten wir doch eigentlich noch ein bisschen runter. Macht das denn Sinn? Oder muss man hier unten durch? Ja, das ist dann die Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Wir können ja erstmal gucken, ob wir hier runterkommen. Ich glaube nicht. Na, ja, klar, glauben heißt nicht wissen, also müssen wir es mal testen. So, Ausgang. Aha, kann man machen, wie man will. Wie wollen wir es? Irgendwie, hier hinten haben wir auch nochmal sowas, wo man rüber oder unten durch kann. Das ist hier, ja, sieht auf den ersten Blick eigentlich relativ einfach aus, ist aber auch wieder eher so, dass man ein bisschen ins Grübeln kommen kann. Ich würde den mal hier hin machen. Dann irgendwie hier einen Weg runter. Wir schauen. Wir machen jetzt erstmal den Eingang. Also, Kollege Eingang. Mal einen Weg verbinden. Hier runter. Nee, das geht schon mal überhaupt nicht. Wenn wir das so machen. Und dann so. Nee, das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Aber ist diese Treppe tatsächlich gedacht für den Ausgang? Oder ist diese Treppe vielleicht... wie kriege ich dich jetzt hier wieder weg? Weg, ich möchte dich weghaben. versuchen wir es mal mit dem guten alten Delay. Ja, genau. Mit dem guten alten Delay. Und weg war die ganze Bahn. Nee, das soll weg. Wenn ich hier nochmal auf Wege gehe. Jetzt haben wir es weg. Okay, Escape und schon passt. Kann natürlich auch sein, dass diese Treppe eher dafür gedacht ist, dass hier, keine Ahnung, irgendwie Personal raufkommt. Ich weiß es nicht. Hier haben wir ja auch noch. Ist im Prinzip auch ein Eingang, wenn man hier guckt. Das ist irgendwie gar nicht ohne. Wie machen wir das denn am besten? Am Schluss muss es einfach so sein, dass es funktioniert.
Aber da können wir diese Treppe nicht dazu nehmen. Hat hier ja sowieso noch ein Geländer. Das heißt, wenn wir jetzt auf die gleiche Höhe gehen wie diese Treppe, da kommen wir auch nicht rauf. Da ist die Treppe, das Geländer im Weg. Hm, vielleicht drüber gehen? Ich weiß es nicht. Aber hier runter? Das ist ja hier wahrscheinlich der Eingang. Von daher macht das eigentlich auch nicht wirklich viel Sinn, dass man dann hier gleich hier rauf geht. Denn hier ist zu. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich irgendwie ein bisschen darunter. Würde ich mal behaupten. Dann ist aber auch der Eingang eigentlich falsch. Oder wie kommen wir denn da hin? Ja, wir könnten hier raus, hier lang. Aber hier kommen wir nicht rauf. Ich guck mal nochmal. Warteschlange. Die dockt halt gleich da oben an. Wenn wir das so machen. Nee, wir versauen im Prinzip die ganze Treppe. Das kann es nicht sein. Okay, nochmal weg. Würden Sie bitte nochmal unser Spiel verlassen, liebe Treppe? Möchte nicht. Na? Klick, klick, klick. Geht nicht. Okay, wenn ich hier diesen mache. Ah, jetzt war es weg. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir damit mal ein Stück runter? Das wäre mal eine Möglichkeit, die man testen könnte. Jetzt habe ich es völlig verschoben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Da könnte man... Ah, guck mal. Man kann es natürlich auch so setzen, dass man da im Prinzip darüber ist. Dann kann man unten reparieren, wenn was kaputt ist. Wäre jetzt so ein bisschen mein Gedanke. Wir können es aber auch mal so testen, dass wir hier runtergehen. Und dann hier hin. Das bringt nichts, das ist ein Geländer im Weg. Also, dann lassen wir das mit dem Geländer. Dann machen wir das mal ein bisschen wieder auf die Höhe, die wir hatten, würde ich vorschlagen. Zum Beispiel etwa so. Machen wir mal. Hier hinten passt das auch. Ja, plus minus. Und jetzt machen wir das so, wie wir das eigentlich gerne hätten. Also, sprich, gar keine große Rücksicht nehmen, sondern einfach mal einen Eingang machen. Wir müssen hier rein, unten durch. Dann könnte man eigentlich auch hier rauf. Wird eher knapp. Das ist ja schon... Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir machen es mal... Wir müssen ja mit einer Art Treppe rüber. Oder hier in die Höhe. Wir machen es mal so. Ausgang platzieren. Den hatten wir hier hinten. Das... Moment. Das lassen wir mal so. Okay, Eingang mit Weg verbinden. Dieses Orange mag mir nicht so ganz gefallen. Ich hätte gerne was, genau, so in der Richtung. Das sieht ein bisschen aus wie da unten. So, und jetzt, keine Ahnung, irgendwie hier runterkommen. Also eine Treppe. Genau, so um die Kurve. So runter. Und dann wären wir hier unten. Jetzt sind wir aber schon wieder zu weit unten, das sieht man. Deswegen machen wir es ein bisschen erhöht. Und gehen jetzt mal ein bisschen in die Richtung. Jetzt können wir hier unten aber eigentlich auch ein bisschen breiter werden. Ach, wir sind eigentlich schon relativ breit, okay. Nee, wir lassen es. Sonst haben wir hier so einen komischen Knubbel. Ja, das sieht so, keine Ahnung, das sieht aus wie eine Zunge. Das mag mir nicht so gefallen. Wir machen das ein bisschen dünner. Kann ich hier noch runter? Oder sind wir dann tatsächlich unter dem Boden? Wir sind unter dem Boden, okay. Aber so geht's. Da sind wir noch ein bisschen weiter unten. Gut, und jetzt... Ja, warum nicht hier rein? Zwar so. Und jetzt wohin hier? Keine Ahnung. Möglichst in Richtung eines Pfostens, damit man da nicht mehr vernünftig runterkommt. Nein, nicht wirklich. Aber hier könnten wir natürlich durch. Wir müssen im Endeffekt einfach hier lang. Das heißt, hierhin müssen wir irgendwo kommen. Gut, jetzt nochmal gucken, wo sind wir stehen geblieben? Irgendwie hier zwischendurch. Das muss doch irgendwie zu machen sein. Wir gucken mal. Doch, doch, das geht eigentlich. Okay. Und jetzt hier raus. Sind wir hier richtig? Ne, noch eins. Okay, noch eins. Zack. Ist ein bisschen zu lang. Aber ich bin hier eigentlich von der Länge her schon wieder. Da können wir nur zu früh oder zu spät lang. Na, mach weg. Mach's weg. Nun mach's doch weg. Mach's weg. Mach den Weg weg. Oh, da hat sowieso, sehe ich gerade, die Pfeiler weggenommen. Das ist natürlich praktisch. Ich komme wieder nicht mehr runter. Es ist ein Kreuz. So, nochmal von hier kommen. Winkel drehen und hier nochmal gucken. Ja, das ist natürlich cool, dass da die Pfeiler dann weg sind. Das ist natürlich mehr als nur okay. So, dann kann man nämlich hier bauen, wie man will. Jetzt sind wir aber doch eins zu weit. Und ich bin wieder aus dem Spiel rausgefallen. Also nicht aus dem Spiel, sondern aus der Bahn. Und das Problem ist, wenn man so nah dran ist, dann kann man nicht mehr
Hier ist der Eingang. Dann kann man nicht mehr reinzoomen vernünftig. Dann muss man erst wieder raus. So, nochmal den hier. Und jetzt den wieder weg. Genau, und dann in die Richtung. Das wäre unser Begehr. So, ich hoffe, das passt, wenn man jetzt hier guckt. Wir sind immer noch. Gibt's ja nicht. Oh, und wieder das gleiche Problem. Jetzt bin ich wieder raus. Wenn ich jetzt mit der Maus rein möchte, geht nicht. Ich muss erst wieder ganz raus. Hier wieder Anlauf holen. Winkel ändern. Moment, wir sind wieder eins zu hoch. So, und jetzt wieder rein. So, und jetzt vorsichtig drehen. Nicht, dass wir hier wieder rauskommen. Aber wir können es natürlich auch so machen. Dann haben wir noch ein bisschen länger. Also eine längere Warteschlaufe. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, hier raus. Hier raus. Hier raus. Hier raus. Gucken. Haben wir hier einen Weg? Nochmal rauszoomen. Es zoomt nicht. Jetzt zoomt. Nein, da müssen wir noch einen Weg machen. Okay, das machen wir natürlich gerne. Was hat denn das Spiel jetzt? Böbbel, böbbel, böbbel. Nicht böbbel, böbbel machen. So, okay, reicht. Hier kommt eine Straße lang. Machen wir doch glatt mal. Das wäre dann hier oben. Ist aber nicht Hauptstraße, sondern irgendwie so ein bisschen Nebenstraße, würde ich sagen. Durchaus mit ein bisschen Länge. Breite brauchen wir aber nicht. Das war hier so zentral. Genau, irgendwie so, mit Winkelausrichtung. Ja, das passt mir. Okay, dann ein bisschen hier in die Richtung, wieder geradeaus. Da gehen wir nochmal ein Stück geradeaus und gehen dann hier in eine Kurve rein. Irgendwie so plus minus diesen hier. Winkelausrichtung wieder an. Ist das halbwegs parallel zur Bahn? Nee, eigentlich nicht. Können wir das nochmal weghaben? Dankeschön. Und so machen. Ja, jetzt ist es noch weniger parallel. Okay, Moment, das müssen wir ganz anders machen. Das ist ja... Jetzt bastelt's wieder. Moment, Moment, Moment. Jetzt ist es parallel. Jetzt gefällt's mir. Okay. Gut. Machen wir das dahin. Und jetzt bräuchten wir hier wieder Kollege. Warteschlange. Die darf hier durchaus ein bisschen runter. Und dann haben wir hier den Eingang. Wunderbar. Hier mit Nebel und so weiter. Passt. Was das jetzt hier soll, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt hier den Eingang. Gut. Jetzt Ausgang fehlt noch. Wege. Nicht Warteschlange, sondern normal. Da machen wir mal das hier, würde ich vorschlagen. Okay, das ist zu lang. Deswegen werden wir kurz. Oder kürzer. So, runter. Darf gerne eine Treppe bilden. Da kommen wir nicht um die Kurve. Nein, geht schon mal nicht. Nehmen wir wieder weg. Und gehen mal in die Richtung. Genau, hol ein bisschen Schwung. Und dann würde es passen, aber wir sind zu weit unten. Also so. Sind wir wieder zu weit unten. Das ist relativ schwierig, hier die richtige Höhe zu erwischen. So, nochmal weg. Drehen. Machen wir es mal so. Und jetzt hier runter. Dann sind wir zu weit außen. Oh, das jetzt wieder hier schön hinkriegen. Ich neige dazu, das auch eher so ein bisschen so zu machen. Dass wir einfach rauskommen hier. Ja, so wäre es gar nicht schlecht. Okay, und jetzt hier vielleicht runter. Nee, noch nicht. Noch ein bisschen so runter. Genau, und jetzt so. Und dann hier rein. Das möchte es... Wenn es mal was gibt, was mir dann halbwegs gefällt, dann möchte das Spiel das so nicht machen. Winkelausrichtung aus. So, jetzt einfach mal ein bisschen mit S-Kurven. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt geht's. Okay, kann man das so machen? Ja, ist halt ein bisschen... Okay, nicht ungefährlich, aber eben, da muss ich einmal mehr sagen. Wenn man schon auf den Rummel geht, dann muss man halt auch ein bisschen, ja, sich auf Action einstellen. Hier haben wir auch schon 100% wegen dem ganzen Brimborium außenrum. Das ist natürlich cool. Jetzt hier mal, ja, einen Test müssen wir noch machen. Und ich würde hier gerne, wo haben wir es denn? Die Musik. Irgendwo war doch die Musik anpassen. Ist das die Musik? Planeten kollidieren. Ja, lassen wir mal. Okay, gut. Können wir lassen. Ich höre zwar nichts, aber vorher hat irgendwas gedudelt. Das wird also schon seine Richtigkeit haben. Gut, wir testen mal. Wir kennen die Bahn zwar, die haben wir schon, aber wir haben sie eben nicht in diesem Ambiente drin.
So, da öffnet sich was. Aha, Moment. Das ist wieder irgendwie mit über Kopf und so, genau. Ich ahne es. Aiuto fällt mir da nur ein. Was italienisch ist und so viel wie Hilfe heißt für alle nicht des italienisch Mächtigen, bin ich auch nicht. Also von daher, ich kenne halt die Schimpfwörter und Aiuto. Und Totti, das ganze Fußballer-Latein. So. Drehen. Ah, dann geht's hier rauf. Also bis jetzt finde ich sie relativ cool. Irgendwie, wenn es dann irgendwie einmal über die Rübe geht. Ja, genau, jetzt fängt schon an. Das ist dann immer eher... Ja, genau, das habe ich gemeint. Okay, ah, das ist halt... Im Prinzip ist es eine Achterbahn für Temposüchtige. Wenn man das so sagen will. Okay, passt aber. Gehen wir mal raus. Können wir dich öffnen? Nein. Müssen wir... Warum müssen wir denn die Bahn testen? Ich dachte eigentlich nur, dass man Achterbahn testen muss, bevor man sie aufmachen kann. Okay, steht hier aber eindeutig, kann man nicht aufmachen, solange nicht getestet wurde. Na gut, dann müssen wir halt weiter testen. Beziehungsweise wir haben es gleich. Viele Gäste haben Durst. Das kann man die nicht irgendwie beim Parkeingang irgendwie Nadeln verlegen, sodass die intravenös, heißt das intravenös? Ich glaube schon, irgendwie Getränke bekommen. Sonst ist ja die ganze Zeit ein Gejammer. Und Müll liegt auch immer noch rum. Wir haben 10.000 Hausmeister und haben Müll. Und Eimer haben wir auch ohne Ende. Also das scheint so ein bisschen ein Problem zu sein, dass man in dem Spiel so nicht lösen kann. Ich wüsste nicht wie, ist aber auch nicht so tragisch. Von daher, wir müssen ja kein Geld verdienen mit dem Park. Wir spielen ja ohne Kosten. So, können wir? Jetzt können wir. Machen wir auf und viel Spaß, liebe Leute. Okay, jetzt würde ich eigentlich ganz gerne... Jetzt muss ich erst was gucken. Moment, ich habe nämlich noch einen alten Zettel gefunden, wo noch ein, zwei Sachen draufstehen. 20.000 Leagues Under the Sea. Ne, die haben wir doch. Ne, die haben wir. Aber der Puls, haben wir die auch? Ja, die jetzt hier finden. Puls, was sieht hier nach Puls? Ein bisschen nach Puls aus. Railgunner. Ja, da hat es schon auch noch ein paar nette Sachen. Von daher, haben wir. Puls, ja, jetzt hier halt Puls suchen. Skyripper. Können wir ja mal. Ist das das Ding? Genau, das ist dieses krasse Ding, das wir in der ersten Staffel schon mal gebaut haben. Müsste zumindest das sein, oder? Was Ähnliches. Ist, glaube ich, nicht ganz so hoch. Nee, ist schon das. Das werden wir auch wieder nehmen. Aber guck mal, wir haben noch einiges an Platz. Wenn man hier guckt, wo ist die Grenze? Hier. Wir müssen nur, je nachdem, gucken. Das ist halt alles ein bisschen erhöht, dass wir hier ein bisschen abflachen noch. Wir haben hier ein bisschen unebenen Park erwischt. Warum auch immer. Hier hinten haben wir auch noch genug Platz. Gut, jetzt würde ich sagen, wir machen hier mal bei unserer Eisenbahn weiter. Denn jetzt haben wir hier einiges hingestellt. Jetzt macht das eigentlich durchaus, ja, schon eher Sinn. Wobei so richtig Sinn macht es meiner Meinung nach halt immer noch nicht, weil wir ja den Großteil noch nicht bebaut haben. Ich finde, so eine Eisenbahn sollte man am Schluss bauen. Wenn man wirklich den ganzen Park hat. Aber gut, jetzt, ich würde sagen, wir machen es trotzdem mal. Wir können zur Not ja auch eine zweite Eisenbahn noch bauen. Okay, Test starten. Nee, wir wollen, wir wollen die Bahn erstmal bauen. Jetzt habe ich aber natürlich keinen Dunst mehr, wie das geht. Ich würde aber gerne nicht zu massiv in die Höhe, wenn es nicht sein muss. Das ist eine Eisenbahn. Die darf auch durchaus ebenerdig fahren. Also das heißt, das würde dann hier so einen Hügel machen. Hier wieder zurückgehen. Hier ein bisschen in die Höhe. So, dass das ebenerdig ist. Ist das ebenerdig? Das wäre ungefähr ebenerdig, würde ich mal sagen. Gut, und dann in die Richtung. Und dann... hier dran vorbei. Vielleicht wieder ein bisschen in die Höhe. Und eben hier hinten ist halt... Ja gut, hier ist halt nichts. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir uns... Wenn man jetzt diesen Bereich sieht, den hier, wenn wir jetzt hier mit der Bahn durchgehen, dann blockieren wir uns oder verscherzen wir uns den Platz, den wir haben. Wenn wir hier noch irgendwie eine Achterbahn oder so hinstellen wollen und dann eine Schiene im Weg ist, ich weiß nicht, ob das geht, oder werden dann die Stützen auch neu berechnet. Das kann natürlich auch sein. Ach, wir testen es einfach mal. Also hier ebenerdig. Machen wir mal. Dann hier auch nochmal.
zurück auf die Erde, zumindest eben plus minus. Das darf natürlich auch meinetwegen 30 cm versetzt nach unten gehen. Und jetzt müssten wir dann langsam mal in Richtung Kurve. Wo war die Kurve? Nee, das ist keine Kurve. Irgendwie konnte man doch eine Kurve machen. Ich weiß es ganz genau. Ist auch nicht angeschrieben. Warum kann hier nicht stehen, was es ist? Das ist eine Kurve? Ich finde die Kurve nicht. Heiliges bisschen. Gut, geht halt weiter runter. Oder war es so und dann klicken? Nein, 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 nein. So war es nicht und klicken. Nochmal zurück. Nee, das geht auch nicht. Okay. Ah, da ist sie, die Kurve. Ich habe sie wieder gefunden. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Kurve. Da wird es schon rot. Aus irgendeinem Grund möchte das nicht funktionieren. Warum geht das nicht in die Höhe? Geht auch nicht. Okay, wir sind zu nah dran da. Ist mir klar, aber kann man da nicht einfach ein bisschen kurviger bauen? Das müsste doch möglich sein. Also so. Ja, wir müssen früher auf die zur Kurve kommen. Sonst geht's nicht. Okay, gut. Dann kommst du auch nochmal weg. Und dann machen wir jetzt schon die Kurve. Okay. Und dann geht's nämlich auch. Und dann hier in die Richtung. Ja, ich weiß, in den Tunnel rein. Das wäre doch auch wieder eine Idee. Das haben wir ja mit der anderen Eisenbahn auch gemacht. Finde ich eigentlich relativ nett. Warum nicht hier unten durch? Dann hier vorne wieder raus. So ein Tunnel ist eigentlich immer ganz nett. Machen wir mal. Jetzt wollen wir aber in die andere Richtung. Moment, das war falsch. Der falsche Knubbel. Wir brauchen den hier. So, komme ich da nicht noch weiter rüber? Nee, komme ich nicht. Bauen wir mal. Aha, wir sind noch nicht unter der Erde. Das ist aber egal. Wir können hier natürlich zumachen mit dem Terraforming-Tool. Das geht. Jetzt geht es hier ins Tunnel rein. Okay, jetzt werde ich hier ein bisschen anheben, damit wir nicht bis ans Zentrum der Erdkugel kommen. Da wird es dann ein bisschen zu warm. So. Irgendwie kann man... Doch, es geht. Ich wollte gerade sagen, kann man hier keine vernünftigen Kurven machen unterirdisch? Doch. Funktioniert. Okay, nochmal ein bisschen kurvig in die Richtung. Und jetzt wollen wir hier wieder raus, damit wir wieder mal ein bisschen an die Oberfläche kommen und ein bisschen Sonne sehen. Irgendwie sind wir immer noch im Tunnel drin. Okay. Nochmal eine Kurve machen. Hier ist halt, ja, hier geht es natürlich auch rauf. Das ist eine Erhöhung. Jetzt hier, ja, hier wird es automatisch ins Tunnel reingehen. Ja, da kommen wir schon. Irgendwie kommen wir raus. Irgendwie, irgendwann. Oh, wir sind ja schon draußen. Guck mal, hier kommen wir aus der Erde raus. Okay, gut. Wir hatten noch nicht die richtige Höhe, aber draußen sind wir. Bauen wir. Und jetzt würde ich aber gerne in die Richtung weiter. Und eigentlich nicht mehr in die Höhe, sondern gerne weiter unten. Irgendwie kann das sein, dass das völlig krumm ist. Die liegen hier völlig schief. Wie nochmal? Genau so. Kann man das so drehen? Okay. So, jetzt müssen wir wieder eben sein. Also plan. Und jetzt würde ich aber schon gerne in die Richtung und wieder rauf. So, nicht, dass wir wieder unter die Erde gehen. Okay, passt. Jetzt hier hinten gucken. Ja, da haben wir halt nichts. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir gehen Richtung Achterbahn. Dann brauchen wir hier diese massive Kurve nicht mehr, sondern halt, das war falsch, das ist rauf, runter. Hier ist die Kurve. Anders so. Gehen nochmal ein bisschen runter. Okay. Auch okay. Und hier möchte ich da wieder rauf. Das heißt, wir gehen wieder runter, machen dafür die Kurve in diese Richtung. Und dann haben wir hier die Achterbahn. Da könnte man mal gucken, wie wir hier durchkommen. Zum Beispiel durch die Achterbahn durch. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also natürlich nicht da, wo Schienen sind, aber hier, wo diese Pfeiler sind, ob wir da so ein bisschen dran kratzen können. Im Prinzip, dass wir hier mit der Eisenbahn ja, fast schon ein bisschen durch die Achterbahn durchgehen. Das müssen wir mal testen. Also, wir gehen aber wieder runter. So, nicht so weit runter. Nö, nö, nö. Sondern so. Schön, es wird wieder Tag. Dann sieht man auch was. Okay. Jetzt vielleicht wieder ein bisschen eine Kurve. So, und jetzt mal gucken, ob das funktioniert, was ich vorhatte. Eben, es ist ja im Endeffekt
eine Eisenbahn und nicht irgendwie, keine Ahnung, was für ein Gerät. Von daher, oh, da wird es wohl wieder unter die Erde gehen. Das möchte ich eigentlich nicht. Geht es hier so rauf? Schwierig zu erkennen. Okay, nehmen wir wieder weg. Das gefällt mir so nicht. Nehmen wir auch nochmal weg. Und gucken mal, ob wir es ein bisschen weiter reindrehen können. Wir können. So, und jetzt halt ein bisschen in die Höhe. Okay. Jetzt gehen wir aber dran vorbei. Das ist natürlich auch nicht, was ich wollte. So nochmal drehen und dann mit der Drehung weiter. Mal testen. Die Höhe nochmal kontrollieren. Ja, ein bisschen in die Höhe dürfen wir hier. Das ist kein Ding. Okay. Weiter. In die Richtung. Jetzt haben wir sie aber, im Prinzip haben wir sie umgangen. Können wir hier nicht mit einer Kurve? Ah, nee. Okay. Dann haben wir das gelöst. Ah, da ist eben halt die Schiene. Das geht nicht, das, was ich wollte. Hier kämen wir nie. Niemals durch. Das würde nicht funktionieren. Die Schienen können sie natürlich nicht entfernen. Wir könnten höchstens oben drüber. Aber, nee, geht auch nicht. Wie sieht's aus in die Richtung? Wenn wir hier raus wollen. Geht auch nicht. Nee, irgendwie. Bisschen weiter drehen. Nö, irgendwas ist hier im Weg. Aber ich glaube, das fängt hier hinten schon an, das Problem. Aber wisst ihr was? Das gucken wir in der nächsten Folge. Das kriegen wir hier schon irgendwie gewuppt. Wir müssen einfach gucken, wie. Aber bis jetzt, ja, ist eigentlich ganz nett. Ist halt, wie gesagt, einfach eine Eisenbahn. Aber cool. Hier quer durchs Zeug durch. Wir wissen halt noch nicht, was dann links und rechts steht. Das können wir dann aber natürlich alles so machen, dass es auch ein bisschen nach Eisenbahn aussieht. Gut, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss.